Hallo und herzlich willkommen in Kalifornien zum Michael Jackson-Prozess. Der Sänger ist der sexuellen Belästigung eines Kindes angeklagt. Jackson bestreitet diese Anschuldigungen. Kameras sind im Gerichtssaal nicht gestattet, daher haben wir ihn nachgebaut. Mit unseren Schauspielern und Prozessmitschriften bringen wir sie stets auf den aktuellen Stand des Verfahrens. Die Mutter des jugendlichen Michael Jackson-Klägers trat heute zum vierten Mal in den Zeugenstand und drohte ihm mit erhobenem Zeigefinger, als sie ihn direkt ansprach. Janet Aviso sagte aus, Jackson hätte sie mit ihren drei Kindern auf der Neverland Ranch gefangen gehalten und ihr eingeredet, dass er sie vor einer dunklen Gefahr namens die Killer beschützen müsste. Die Staatsanwälte behaupten, Jackson habe den 13-jährigen Gavin Aviso sexuell belästigt, nachdem er mit seiner Familie im Februar oder März 2003 von der Bildfläche verschwunden war. Thomas Mazzaro, der Verteidiger des Sängers, behauptete wiederholt, dass Janet Aviso während ihrer angeblichen Gefangenschaft jede Menge Gelegenheiten gehabt hätte, Alarm zu schlagen. Mazzaros Frage, ob sie während dieser Zeit von einem Rechtsanwalt vertreten worden war, wollte sie nicht beantworten und berief sich auf das Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und Mandant. Frau Aviso, vom Januar bis zum April 2003 wurden Sie doch gerichtlich von einem Rechtsanwalt in einem Verfahren gegen Ihren Ex-Mann David vertreten, oder? In welchem Jahr? 2003. Ja. Wir wollen hier nicht ins Detail gehen, aber Sie wurden doch von einem Rechtsanwalt namens Michael Manning vertreten, oder? Weswegen? Weil Sie ihn um Unterstützung bei Ihren Eheproblemen mit David Aviso gebeten hatten, stimmt's? Ja, das stimmt. Und die Dokumente, die in diesem Verfahren und in anderen Punkten in Bezug auf Ihre Scheidung entstanden sind, wurden regelmäßig von Ihrem Anwalt Michael Manning eingereicht, oder? Ich verstehe deine Frage nicht so gut, aber es geht wohl um die Unterstützung und die für meine Kinder bei unseren Eheproblemen, die schon 3 Jahre lang angedauert hatten. Wir hatten schon jahrelang auf diesen Gerichtstermin gewartet. Genauer kann ich das nicht sagen. Und wie lange hat Michael Manning Sie vertreten? Ich glaube, so seit 2001. Wahrscheinlich stand ich ganz unten auf seiner Liste, weil er mich kostenlos betreut hat. Bitte streichen lassen. Wird nach dem Datum gestrichen. Laut Ihren Erinnerungen wurden Sie also von 2001 bis 2004 von Herrn Manning wegen Ihrer Eheprobleme mit Ihrem Ex-Mann David Aviso gerichtlich vertreten. Stimmt's? Ja. Frau Aviso, haben Sie sich diese gerichtlichen Dokumente angesehen? Nur das Datum. Das sind dieselben, die er gerade erwähnt hat. Wissen Sie jetzt wieder, dass Ihr Anwalt in diesen Jahren Dokumente in Ihrem Namen eingereicht hat? Wie ich schon sagte, wenn er dafür Zeit hatte. Ja, das stimmt. In diesen ganzen Jahren hat Ihr Anwalt Sie wegen Ihrer Eheprobleme mit Ihrem Ex-Mann David vertreten, oder? Ja. Okay, ich glaube, es erklärt sich von selbst, dass dieser Anwalt Sie in der Zeit vertreten hat, in der Sie angeblich von den Mitarbeitern von Herrn Jackson belästigt und gegen Ihren Willen festgehalten wurden, oder? Ja. Und ich glaube, Sie haben bereits gesagt, dass Sie Ihrem Anwalt nie etwas davon erzählt haben, dass Ihre Familie gegen Ihren Willen festgehalten wurde, oder? Gibt es da nicht eine Schweigepflicht zwischen Anwalt und Mandant? Er ist immer noch mein Anwalt. Wenn Sie sich darauf berufen, gehe ich nicht weiter darauf ein. Ja, bitte. Okay. Vertritt der Anwalt Michael Manning Sie immer noch? Nein. Thomas Mazzaro versuchte oft, Janet Aviso niederzumachen und die Geschworenen auf ihre mangelnde Disziplin aufmerksam zu machen. Doch Richter Rodney Melville war damit gar nicht einverstanden. Irgendwann war seine Geduld am Ende und er ermahnte die Verteidiger von Michael Jackson, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und sich nicht ständig zu wiederholen. Euer Ehren, mit Ihrer Erlaubnis würden wir gerne das Band mit der Befragung von Brad Miller vorspielen. Das ist Beweisstück 5000. Wie lang war das Band noch, sagen Sie? 34 Minuten und 24 Sekunden. Unterbrechen Sie die Wiedergabe durch Fragen oder spielen Sie es einfach nur ab? Ich wollte zwischendurch ein paar Fragen stellen, aber nicht so viele. Könnten Sie nicht einfach an die entsprechenden Stellen vorspulen, damit wir uns nicht das ganze Band wieder anhören müssen? Das geht natürlich, Euer Ehren. Na also, bitteschön. Michael Jackson behauptet, er würde von einer Familie schikaniert, die er einst wie seine eigene behandelt hätte. Seine Verteidiger versuchen, die Mutter als eine von Prominenten besessene Frau darzustellen, die es auf das Geld des Popstars abgesehen hätte. Thomas Mazzaro bezog sich hierbei auf eine frühere Klage der Mutter gegen die Kaufhauskette J.C. Penney. In Ihrer Aussage im J.C. Penney-Fall am 18. Dezember haben Sie angedeutet, dass Sie einen Erwerbsunfähigkeitsantrag gestellt hatten.
weil sie depressiv wären. Wissen Sie das noch? Ja. Und dann wurden Sie nach dem Grund für Ihre Depression gefragt. Und Sie sagten, es läge nicht an Ihrer Ehe, sondern daran, dass Sie ein Niemand wären. Wissen Sie das noch? Ich bin immer noch ein Niemand. Beantworten Sie bitte einfach die Frage. Haben Sie das gesagt oder nicht? Wenn es da steht, dann stimmt es. Würden Sie sich daran erinnern, wenn ich Ihnen das zeige? Ich hatte viele Gründe dafür angeführt. Der wichtigste war allerdings, dass mein Mann weder mich noch meine Kinder geliebt hatte. Bitte streichen lassen. Antwort wird gestrichen. Ich bin mir aber nicht sicher, was die Frage überhaupt bedeuten soll. Euer Ehren, ich werde sie umformulieren. Frau Arviso, Sie haben unter Eid ausgesagt, dass Sie sich erwerbsunfähig melden wollten, weil Sie depressiv waren. Auf die Frage nach dem Grund Ihrer Depression antworteten Sie, Sie wären ein Niemand. Stimmt's? Einspruch vor Mischung. Stattgegeben. Wissen Sie noch, dass Sie nach dem Grund für Ihren Erwerbsunfähigkeitsantrag gefragt wurden? Nein, aber worüber er da gerade... Einspruch hat nichts mit der Frage zu tun. Stattgegeben. Die Strategie der Anklagevertretung kreist um einen angeblichen Plan, die Familie nach dem Medienrummel um den Martin Bashir-Dokumentarfilm nach Brasilien zu schaffen. Laut Verteidigung hingegen wollte die Familie angeblich dorthin und wurde nicht dazu gezwungen. Thomas Misereau befragte Janet Arviso zu einem Gespräch, das sie laut ihrer Aussage mit der Freundin des Comedian und Jackson-Freundes Chris Tucker geführt hatte. Wissen Sie noch, wie Sie mit Aja Pryor über die Reise nach Brasilien sprachen? Wie ich schon gesagt habe, können Sie sich an diese Gespräche erinnern, in die ich immer etwas einfließen ließ, damit sich aus diesen kleinen Stücken nachher ein großes Bild ergeben würde, wo ich mich mit meinen Kindern aufhalte? Wissen Sie noch, wie Sie Aja Pryor sagten, dass Sie sich auf Brasilien freuten? Nein. Wissen Sie noch, wie Sie Aja Pryor zum Karneval in Brasilien einluden? Nein. Thomas Misereau versuchte immer wieder, Janet Arviso als eine schlechte Mutter darzustellen, die sich wenig um das Wohlergehen ihrer Kinder kümmerte. Als er sie zur Unterbringung ihrer Familie auf Neverland befragte, machte sie ein überraschendes Geständnis. Soweit Sie das wissen, haben Ihre Söhne in der ersten Nacht irgendwo im Haupthaus geschlafen, aber Sie wissen nicht wo, richtig? Ja, das stimmt. Und Sie dachten, David wüsste schon wo, stimmt das? Ich dachte, die Kinder übernachten mit anderen Kindern. Das habe ich gedacht. Haben Sie Ihre Söhne am nächsten Tag gesehen? Ja. Haben Sie sie gefragt, wo sie übernachtet hatten? Nein, sie sagten, sie hätten gespielt und das war auch gut so. Haben Sie noch eine zweite Nacht auf Neverland verbracht? Kann sein, ja. Haben Sie gedacht, dass Ihre Kinder wieder im Haupthaus schlafen würden? Ja, haben sie. Haben Sie sie am nächsten Morgen gesehen? Ja. Haben Sie sie gefragt, wo sie übernachtet hatten? Nein, ich wusste, jetzt weiß ich es besser. Jetzt weiß ich. Einspruch gehört nicht zur Frage. Stattgegeben. Die Verteidigung behauptete auch, Janet Arviso hätte die Krebserkrankung ihres Sohnes als Gelegenheit genutzt, um an Geld zu kommen. Sie leugnete, eine Zeitungsreporterin dazu verleitet zu haben, eine Geschichte über ihre angeblich verarmte Familie zu schreiben, die für jede von Gavins Chemotherapien $12,000 hatte bezahlen müssen. Wissen Sie noch, wie Sie Frau Corsa um einen Artikel in Ihrer Zeitung gebeten haben, um an Spendengelder für Gavin zu kommen? Ich weiß nicht, wie es dazu kam. Ich versuche erstmal seine Frage zu verstehen. Also, ich habe mich mit ihr über die Krankheit meines Sohnes unterhalten, weil der Chefredakteur ein guter Freund von Davids Schwester war. Die beiden haben die Sache zusammen eingefädelt. Ich wollte mit Frau Corsa nur über die Krankheit meines Sohnes sprechen, weil diese ältere Dame endlich als Journalistin arbeiten konnte. Haben Sie der Dame gesagt, dass eine Chemotherapie für Gavin $12,000 kostete? Ich habe ihr gesagt, dass die Neupogen-Injektionen $1,200 kosten. Gavin brauchte diese Injektion im Anschluss an die Chemotherapie. Das war also nichts weiter als ein Druckfehler. Da war auf einmal eine Null zu viel. Und zweitens habe ich ihr gesagt, dass wir andauernd Wunder erleben durften. Als David zu der Fabrik fuhr, wo die Neupogen-Injektionen hergestellt wurden, haben die ihm gesagt, wie viel das kostet, wenn man das selber zahlen müsste. Ich habe der Dame aber nie gesagt, dass die Injektionen uns was kosten. Ich habe ihr nur gesagt, dass ein Gotteswunder geschehen war. So I told her basically that it was a miracle of God that it was being covered. Sie wollen den Geschworenen weismachen, die Behandlung hätte $1,200 gekostet und ein Druckfehler hätte $12,000 daraus gemacht? Nein, das stimmt. $1,200 für die Neupogen-Injektionen, nicht für die Behandlung selbst. Und wenn man das, also das gehört einfach zu seiner Behandlung. Haben Sie den Artikel in den Mid-Valley News gelesen? Ja. Haben Sie sich je über den Inhalt beschwert? David wollte sich darum kümmern, weil seine Schwester gut mit dem Chefredakteur befreundet ist und die beiden die Sache ins Laufen gebracht hatten.
David had, that this is where that had originated. Michael Jackson ließ in der Vergangenheit oft verlauten, dass er sich mit Peter Pan identifiziere. Janet Arvizo sagte den Geschworenen dazu, dass der Sänger ihr die Zuneigung ihrer Kinder gestohlen hätte. Wissen Sie noch, wie Sie sich bei Aja Pryor beklagt haben, dass Sie von Michael Jackson ferngehalten würden? Nein. Haben Sie sich bei ihr beklagt, dass die Deutschen Sie von Michael Jackson fernhalten würden? Nein, vielleicht reißen Sie das hier ein bisschen aus dem Zusammenhang. Was ich meinte, war, dass ich meine Kinder nicht mehr sehen durfte. Haben Sie sich mal bei jemandem darüber beklagt, dass Herrn Jacksons Mitarbeiter Herrn Jackson von Ihrer Familie fernhalten würden? Nein, nein. Sie haben mich von meinen Kindern getrennt. Am Ende hatte ich keine Kontrolle mehr über meine Kinder. Ich hatte sie verloren. Bitte streichen lassen. Abgewiesen. Nach der Pause wird Janet Arvizo behaupten, Michael Jackson hielte die Welt zum Narren und hätte sogar geplant, sie mit ihrer Familie in einem Heißluftballon über den Jordan zu schicken. Willkommen zurück bei unserer Rekonstruktion des Michael-Jackson-Prozesses. Wir hörten in früheren Zeugenaussagen von Jacksons Neigung, die Köpfe seiner jugendlichen Freunde zu lecken. Janet Arvizo sagte aus, sie hätte gesehen, wie Michael Jackson den Kopf ihres Sohnes leckte. Sie räumte ein, sie hätte ihn nicht daran gehindert, sondern wäre im Gegenteil weiterhin mit ihren Kindern nach Neverland gefahren. Wie oft haben Sie Ihren Kindern die Rückkehr nach Neverland erlaubt, nachdem Sie das Kopflecken bemerkt hatten? Die ganze Zeit, bis in den März. Und wie viele Male hin und zurück waren das ungefähr? Daran, das weiß ich nicht mehr, aber das haben wir doch schon besprochen. Haben Sie Ihre Kinder vielleicht noch 4 Mal nach Neverland gehen lassen oder so? Die waren die ganze Zeit da, außer bei diesem einen Mal, als Jesus uns rausholte. Dass ich da nicht früher drauf gekommen bin. Bitte streichen lassen. Jetzt weiß ich's besser. Moment mal, der letzte Satz wird gestrichen. Fahren Sie fort. Könnte es sein, dass Sie nicht genau wissen, wie oft Ihre Kinder nach dem Kopflecken noch nach Neverland gefahren sind? Sie waren nur einmal vor Ihnen sicher, als Jesus mich und meine Kinder zu meiner Mutter nach Hause gefahren hatte. Aber sonst haben Michaels Leute meine Kinder immer kontrolliert, auch wenn sie draußen waren. Ganz genau gesagt haben es meine Kinder nur einmal geschafft, von Neverland wegzukommen, weil sie sonst immer von Michaels Leuten bewacht wurden. Janet Arvizo behauptete, sie wäre permanent von Michael Jacksons Handlangern beobachtet worden und hätte versucht, verschiedene Leute auf ihre verzweifelte Lage aufmerksam zu machen. In den Vernehmungen durch die Sheriffs haben Sie doch auch mal über Codewörter gesprochen. Wissen Sie das noch? Ja. Und welchen Code haben Sie da verwendet? Das habe ich den Geschworenen schon erklärt. Ich habe versucht, etwas in meine Gespräche einfließen zu lassen oder einfach nur ein Wort zu erwähnen, damit mein Gegenüber sich irgendwann mal daran erinnern und merken würde, dass das gar nicht zum Rest meiner Erzählung passte. Ich habe dauernd versucht, Hinweise zu hinterlassen. Als Sie bei Major J. Jackson waren, haben Sie da auch Hinweise hinterlassen? Ich hab's versucht, ja. Als ich das Nagelstudio verließ, habe ich ihm alles erzählt, weil Asaf angedeutet hatte, dass es noch eine Bandaufzeichnung gäbe und Frank und Vinny sagten, sie könnten alles hören. Und ich habe ihnen geglaubt. Sie glaubten also, die Telefone von J. Jackson wären angezapft? Ja. Haben Sie geglaubt, dass die Telefone im Nagelstudio angezapft wären? Als ich endlich die Möglichkeit hatte, rief ich ihm zu, komm her. Danach war ich Gott sei Dank nie wieder auf Neverland. Thank God. Haben Sie geglaubt, dass die Telefone im Nagelstudio angezapft wären? Nein, ich wusste ja nicht, was die für Möglichkeiten hatten. Die haben mir doch gesagt, ich würde ständig überwacht. Und dann habe ich es einfach versucht. Wissen Sie noch, wie Sie wegen eines Reisepasses ein Bundesgebäude betreten haben? Ja. Wer war noch dabei? Vinny und unsere Verfolger. Wissen Sie noch, wie Sie das Bundesgebäude betreten haben? Ja, mit Vinny und unseren Verfolgern, ja. Haben Sie sich mit jemandem unterhalten, als Sie Ihre Reisepässe beantragten? Nein, ich stand einfach nur neben Vinny und den Kindern. Haben Sie Bundesbeamte in diesem Gebäude gesehen? Ja, und ich wollte Sie unbedingt ansprechen. Haben Sie ihnen mitgeteilt, dass Sie gegen Ihren Willen festgehalten würden? Nein, weil das Leben meiner Eltern in Gefahr war. Ich musste meinen Eltern erst alles erklären. Vorher konnte ich der Polizei nichts sagen. Ich war unter totaler Kontrolle. Haben Sie jemandem in diesem Bundesgebäude gesagt, dass Sie oder Ihre Familie von Kriminellen bedroht würden? Nein. Haben Sie mal den Notruf der Polizei gewählt? Nein, aber jetzt schon.
Janet Arvizo war auch am heutigen Tag im Zeugenstand sehr kampflustig und ließ keine Gelegenheit aus, den Popstar anzugreifen. In einem verblüffenden Wutausbruch erklärte sie, dass das Image des kinderliebenden Sängers völlig falsch wäre. Wissen Sie noch, wie Sie sich bei den Sheriffs beklagt haben, dass Michael Jackson ja so wohlhabend wäre, er aber noch keinen Privatlehrer für Ihre Kinder eingestellt hätte, weil diese eigentlich zur Schule müssten? Wissen Sie das noch? Ich habe mich nicht beklagt. Ich wollte der Polizei einfach nur erklären, dass mir klar war, wie egal Herrn Jackson Kinder sind. Es war ihm nur wichtig, was er mit ihnen anstellen konnte. Haben Sie das den Sheriffs gesagt oder nicht? Wie gesagt, ich habe ihnen Informationen gegeben, und zwar alles Menschenmögliche, um darauf hinzuweisen, dass sie nach dieser langen Zeit überhaupt keine Schulbildung bekommen hatten. Für welchen Zeitraum hätte Michael Jackson denn Ihrer Meinung nach einen Privatlehrer für die Kinder einstellen sollen? Nein, er hätte gar keinen Privatlehrer einstellen sollen. Er hätte mich und meine Kinder einfach gehen lassen sollen. Was meinten Sie denn mit diesem Satz? Dieser Mann ist so wohlhabend und trotzdem hat er keinen Privatlehrer für meine Kinder eingestellt, obwohl sie schulpflichtig sind. Was meinen Sie denn damit? Dass er die Welt zum Narren hielt und ich war auf ihn reingefallen. Das wollte ich der Polizei klar machen, dass er sein wahres Ich vor der Öffentlichkeit verbirgt. Und dank dieses Strafverfahrens wissen die Menschen jetzt, wer er wirklich ist. Bitte streichen lassen. Abgewiesen. Janet Arvizo behauptete, Michael Jackson wollte ihre Familie verschwinden lassen. Sie sagte, sie hätte Angst gehabt, dass ihre Kinder in einem Heißluftballon von der Neverland Ranch der Stars verschwinden könnten. Sie haben den Sheriffs doch mal erzählt, dass man ihre Familie in einem Heißluftballon aus Neverland wegschaffen würde, oder? Er reißt das aus dem Zusammenhang. Ich hatte die Polizei darüber informiert, dass Frank und Willie mir gesagt hatten, wie viele Möglichkeiten sie hätten. Und auch Ronald und Dieter. Ronald und Dieter wurden gegen Frank und Willie ausgetauscht und sie hatten viele Möglichkeiten, meine Kinder verschwinden zu lassen. Das habe ich gesagt, aber er reißt das aus dem Zusammenhang. Haben Sie den Sheriffs gesagt, dass Sie dachten, Ihre Familie würde vielleicht mit einem Heißluftballon aus Neverland verschwinden? Schon wieder aus dem Zusammenhang gerissen. Ich habe doch gesagt, was ich der Polizei erzählt hatte. Und zwar, dass Ronald und Dieter und Frank und Winnie angeblich zahlreiche Methoden kennen würden, wie man meine Kinder aus dem Weg räumen könnte. Ganz schlimm war das am Schluss, weil die ja schon die Reisepässe und die Visa hatten. Haben Sie mal über eine Entführung in einem Heißluftballon gesprochen? Ja oder nein? Ich habe sie darauf aufmerksam gemacht, dass es viele Möglichkeiten gab, meine Kinder verschwinden zu lassen. Das war ich nicht. Das war ihr Frank und ihr Winnie und ihr Ronald und ihr Dieter. Ich habe der Polizei nur gesagt, was ich gehört habe. Und einer davon hat mit Ihnen von einer Entführung in einem Heißluftballon gesprochen, oder? Das war eine der Möglichkeiten. Die Verteidigung wollte Janet Arvizo als streitlustig, von Prominenten besessen und geldgierig darstellen. Trotz ihrer ausschweifenden und sogar unberechenbaren Aussage blieb die Zeugin dabei, dass sie und ihre Kinder von dem Star und seinen Gehilfen gefangen gehalten wurden. Als sie Neverland verließen, da war ihnen doch klar, dass sie Herrn Jackson im Leben nicht mehr sehen würden, oder? Er hat meinem Sohn Alkohol gegeben, ich bitte Sie. Wussten Sie das? Er hat meinem Sohn Alkohol gegeben, das war Grund genug, aber im Laufe der Zeit habe ich immer mehr herausgefunden. Nie wieder, vielen Dank. Und im Laufe der Zeit ist Ihre Geschichte auch immer spannender geworden, oder? Einspruch, Suggestivbemerkung gestellt und beantwortet. Suggestiv, stattgegeben. Wussten Sie, dass Major Jay Jackson von Frank einen finanziellen Ausgleich für Ihre Familie haben wollte? Nein. Wussten Sie, dass Jay Jackson ihm Folgendes gesagt hatte? Ihr macht Millionen damit und diese Familie sollte auch ihren gerechten Anteil daran bekommen. Einspruch, falsche Auslegung der Beweise. Abgewiesen, Sie dürfen antworten. Okay, jetzt weiß ich es, aber damals wusste ich es nicht. Die Zeugin will nicht gewusst haben, dass ihr Sohn auch Monate nach der angeblichen Flucht von Neverland sexuell belästigt worden war. Janet Arvizo behauptete, ihr Sohn Gavin hätte sich zuerst den Ermittlern der Polizei anvertraut. Sie haben den Psychologen Stanley Katz im Mai 2003 kennengelernt, oder? Kann sein. Und zwar über Larry Feldman, stimmt's? Ja, das stimmt. Und Sie haben den Geschworenen gesagt, dass Sie zuerst durch die Polizei von Santa Barbara von den Belästigungen erfahren hatten, oder? Ich hatte schon so ein Gefühl, dass die ganze Sache faul war und die Polizei und der Staatsanwalt haben das nur bestätigt. Herr Robel hatte mir gesagt, dass Gavin ihm etwas anvertraut hätte. Einspruch. Bitte streichen lassen, hat nichts mit der Frage zu tun. Stattgegeben. Sie haben von den angeblichen Belästigungen erst im September 2003 erfahren, richtig? Ich weiß nicht, was er damit meint, aber ich habe nach und nach durch Gavin und Star davon erfahren.
Sie haben behauptet, dass Sie von den angeblichen Belästigungen im September 2003 durch Staatsanwalt Snedden, Sheriff Klapakis und Sheriff Robel erfahren haben, oder? Ja. Die Staatsanwälte legten als Reaktion auf die Versuche, die Mutter als unzurechnungsfähig darzustellen, Fotos mit Blutergüssen vor, die das Ergebnis einer Auseinandersetzung mit Sicherheitsleuten eines Kaufhauses gewesen sein sollen. Sie erhielt Schmerzensgeld von JCPenney, nachdem sie behauptet hatte, sie, ihr Sohn und ihr Ex-Mann wären geschlagen worden. Wurden Sie bei der Verhaftung von JCPenney verletzt? Ja. Was ist genau passiert? Die Leute von JCPenney's und Tower Records haben mich und meine Jungs verletzt. Wie ist das passiert? Die haben mich verprügelt. Was haben Sie getan? Na, ich dachte, ich könnte Sie mit meinen beiden Sprüchen einschüchtern und diese beiden Sprüche sind doch hier eingebrannt. Ich rief, was machen Sie da? Was ist hier los? Ich dachte, ich könnte Sie damit einschüchtern und Sie würden dann weglaufen. Und was ist dann passiert? Stattdessen haben Sie sich rumgedreht und mich verprügelt. Wurden Sie von Ihnen verhaftet? Ja. Wurden Sie von Ihnen verletzt? Ja. Ein Moment. Wie und wo wurden Sie von Ihnen verletzt? Also, ich glaube, Sie haben mir die linke Hand gebrochen. Da war so eine kleine Beule auf meinem Handgelenk. Sie haben mich dann auf den ganzen Körper geschlagen. Mal sehen. Also, meine Rückenmuskeln, die waren ganz schön angeschlagen. Mein Gesicht auch. Eigentlich mein ganzer Körper. Daran erinnere ich mich noch. Wo hatten Sie diese blauen Flecken? Auf meinen Beinen, meinen Armen, ein paar im Gesicht. An mehr erinnere ich mich nicht. Auch wenn Janet Arvizo sich als unberechenbare Zeugin erwiesen hat, ist sie doch nie von ihrer Überzeugung abgewichen. Doch am Ende ihrer Zeugenaussage bleibt offen, ob die Geschworenen ihrer Geschichte Glauben schenken werden. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen aus Kalifornien.